Hallo meine Freunde, es gibt pflegten Let's Plays und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Odyssey. In der letzten Folge haben wir die gute Tochter der Artemis getroffen. Ich weiß gerade nicht. Ach, Daphne. Gott, Daphne. Gott, ey. 10 Sekunden ist es her und ich weiß den Namen schon nicht mehr. Geil. Und ich habe jetzt irgendwie Bock tatsächlich für sie die Quest zu machen, weil die geben gute Erfahrungen und wir haben uns geküsst, deswegen sind wir jetzt sehr verpflichtet. Der kretische Stier ist in Messara. Küsst niemals leichtfertig einfach irgendwelche Menschen. In Messara. Stufe 35er Kultist. Hätte ich auch Interesse dran. Wir streifen den westlichen Teil des furchtbaren Schlachtfeldes. Nee, ohne Seife, im westlichen. Okay, okay. Sie wurden in einem Sumpf gesichtet. Können wir vorstellen, dass es das ist. Dann können wir eigentlich mal kurz den Kultisten jagen. Würde sich zumindest anbieten, würde ich behaupten. Alter, es ist so fucking warm. Ich habe nichts mehr zu trinken, ist nicht so geil. Aber Kultisten töten habe ich Bock drauf. Reiten wir weg. Reiten wir weg. Oh, an die Stelle kann ich mich erinnern. Wo dann auf einmal der 49er, 50er hier, ne, mit dem dicken Kolben war und alles. Wo wir immer über die Mauer rüber gehuscht sind, um die Quest irgendwie abzuschließen. Ja, hier waren wir schon. Definitiv. Kilometer weit weg ist sie. Also, was frage ich mich immer, ob die Spielangaben tatsächlich mit realistischen Angaben hinkommen. Also ist im Spiel ein Meter tatsächlich auch im echten Leben ein Meter? Und bewegt man sich auch mit realistischer Geschwindigkeit? Das hatte ich teilweise in GTA, wo dann irgendwie steht, das ist 3 Kilometer entfernt und man ist da zu Fuß innerhalb von einer halben Minute. Und wie schnell ist man zu Fuß? 6, 7 km/h? Oder ist das schon laufen? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube 3 km/h ist mal so Fuß- oder Schrittgeschwindigkeit, aber ich bin am Anfang, geht ein bisschen schneller. Ja, das heißt wiederum so 3 bis 4 Kilometer in der Stunde. Heißt, dann hat man 1 Kilometer nicht in einer Minute zurückgelegt. So funktioniert das nämlich nicht. Worüber quatsche ich hier eigentlich? Tut mir leid. Aber auch gerade nicht mehr wirklich irgendwas Neues zu erzählen. Außer dass ich Hunger habe. Ach nee, ist auch nichts. Ich habe meinen Dutch Oven immer. Ich habe mittlerweile einen Dutch Oven. Ist aber nur ein gusseiserner Kochtopf mit Deckel. Okay, lass mich raten, das Ding wird doch höchstwahrscheinlich bewacht. Das Ding wird doch höchstwahrscheinlich bewacht. Was mir mit hier hinten andauernd? Da hinten interessiert mich nicht. Mich interessiert nur der Kultist. Oh, Kelly Dawkins. Erste weg. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Geht eigentlich. Ich habe hier vergessen, wie er einen Leichen fallen lässt. Okay. Oben kommt man natürlich nicht rein. Warum auch? Hä? Hast du wen gesehen? Ich nicht. Ich wollte einen kritischen Angriff machen. Jetzt
Speere sind auch geil. Ich hab den Angriff auf ihn gemacht? Die spielen, ne? Manchmal macht mich das echt fertig. Okay, ich habe keine Ahnung, auf wen ich diese Angriffe mache. Muss ich meine Maus dabei bewegen? Fragen der Frauen. Ja, anscheinend kann ich mich da auch mal ein bisschen bewegen. Ein Banditenbogen, Stufe 36. So, Tod vom Kultisten bestätigen. Ich glaube, da habe ich mich 8 von 9. Das war endlich. Melitte macht Kaffee zum Genuss. Ist das da hinten noch zugehörig der Schatz zu dem? Irgendwie kann ich mir das nicht ganz vorstellen. Aber Schatz ist Schatz, heißt, den können wir auch einfach mal plündern. Sind hier Gegner? Ein Schmiedehammer. Das nennt ihr Schatz. Das würde ich nicht mal Liebling nennen. Mein Milite-Spruch war immerhin gut. Nein, war auch nicht. Tut mir leid. Ich soll ehrlich sein. Aber wo ist dann der andere Schatz? Das ist gar kein Hut, das ist ein Puma. Oh, armer Puma. Der findet es geil, dass sie eine kostenlose Vorstellung bekommt, oder was? Fallen die 40 seltener aus? 6? Habe ich nicht schon irgendwie ein paar mehr ausgeschaltet? Okay, anscheinend gehört wirklich nur da vorne das Ding zu dem Aufgabenbereich, wo noch ein zweiter Schatz sein soll. Dann müssen wir uns da wohl noch mal ein bisschen besser umgucken. Bisschen besser, Bechamel. Nee, ist gut. 16.59 Uhr. Schon geil, wenn man seit 6 Uhr wach ist und arbeitet. Kann man nämlich ja Feierabend machen. Diktünger. Icarus Wahrnehmung erweitert. Geil. Ach, da oben ist der Schatzelatze. Ja, sagt es doch. Ich will nur die Aufgabe von Daphne machen. Deswegen machen wir jetzt hier irgendeinen anderen Scheiß. Spocken. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Weißt du, wo wir alle getötet haben? Ja, nee, solltest du nicht. Weil dann wären da Zombies. Und Zombies sind nicht so cool, wie wir wissen. So. Kostbare Edelschweinchen. Ort abgeschlossen. Auch nochmal 2000 EP. Geil, sind wir ja fast schon 38. So. Ferdinand, ich komm angerannt. Du geiles Land. Irgendwas hatte ich gesehen. Da.
kann mir vorstellen, dass das der Eber ist, den wir suchen. Wir suchen gar keinen Eber, wir suchen einen Stier, du Idiot. Es war fast das gleiche und schmeckt beides irgendwie nach Hühnchen, aber ist schon ziemlich unterschiedlich, um ehrlich zu sein. Ich habe weder Eber, habe ich schon mal Eber gegessen? Also, natürlich habe ich schon mal Schwein gegessen, aber ich bin gerade irgendwie bei einem Wildschwein. Eber assoziiere ich immer mit Wildschwein, aber ist Eber einfach nur ein männliches Schwein, kann das sein? Aber ich glaube auch, dass ich Stier noch nicht gegessen habe. Ja, okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier das Vieh ist. Kretischer Stier. Hey, guck mal, was ist denn das denn? Wen haben wir denn da? Den Vater des Minotauros. Hat Zeus das Ding gepumpt? Wobei, ist das männlich, dann wahrscheinlich eher weniger. Sehr schön, Zeitlupe. Na gut zum Angreifen. Alter, was tut es? Ich glaube, das Vieh zum Brennen zu bringen, war keine schlechte Idee. Aua. Sehr schön. Sollten wir auch gleich geschafft haben. Schön. Sehr schön. 38 sind wir damit. Uiuiui, neue Gravur. Schaden und Gesundheit verbessert. Bring die Felle zu Daphne. Gerne doch. Das machen wir noch in dieser Folge, komm. Ist Daphne jetzt immer da oder wo ist Daphne nu? War das hier irgendwo? Ja, ne? An dem... Woher weiß ich jetzt, wo Daphne ist? Ah, okay. Ja, sie ist hier. Ich kann gerade nicht schnell reisen, weil ich hier in einem Gebiet bin, wo das nicht geht. Logischerweise. Aber es ist krass, dass das Töten des Tieres so viel Erfahrung gibt, plus das Abgeben der Quest wahrscheinlich dann nochmal Erfahrung bringt. Das ist schon... Das lohnt sich, glaube ich, das zu machen. Da. Vielleicht sollte man das auch erst später machen oder so, ich weiß es nicht. Was da vielleicht mehr bringt, vielleicht hätte man auch schon früher machen sollen, wahrscheinlich eher weniger, weil die Quest für 35 war. Und wir jetzt nicht so viel höher sind unbedingt. Ich weiß es nicht. Aber Daphne. Daphne! Hallo! Bestienbezwinger, ich bin froh, dich wiederzusehen. Der Stier wehrte sich gehörig, doch sein Fell gehört dir. Du bist außergewöhnlich. Er war nichts als ein Stier. Die Götter schenken uns eine Welt der Wunder, und wir sollten sie ehren. Du sprichst wie eine Tochter der Artemis, obwohl du ein Mann bist.
Ich komme zurück, wenn ich die Fälle habe. Oh, schade. Meistermontur der Artemis. Das mache ich halt. Nochmal 26.000 Erfahrung obendrauf. Dafür, dass wir die Quest jetzt nur abgegeben haben. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Da. Jägerfähigkeiten-Schaden. Okay. Aufladetempo des Bogens. 13 Jägerschaden. War auch nicht verkehrt. Moment, wir haben 9 Fragmente? Wir können unseren Speer aufbessern. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Haut erstmal rein. Bis bald. Tschüss.